Ja, ich freue mich darüber, ein Teil dieser Konferenz zu sein und Ihnen hier einige Gedanken zum heutigen Thema zu präsentieren. Ich muss meinen Vortrag allerdings gleich mit einer Enttäuschung beginnen, denn ich werde Ihnen hier nicht, wie das Programm ankündigt, verschiedene muslimfeindliche Argumentationsstrategien präsentieren, obwohl es dafür sehr viel zu sagen gäbe. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit vielmehr auf eine Argumentationsfigur richten, die in derzeitigen Islamdiskursen sehr prominent ist und eine, wie ich finde, unheimlich spannende Rolle spielt. Spannend deswegen, weil sie im Grunde genommen zwei Dinge gleichzeitig ermöglicht. Sie liefert zum einen eine Grundlage, auf der sich muslimfeindliche Forderungen oder Maßnahmen rechtfertigen lassen, und ermöglicht zum anderen den muslimfeindlichen Charakter dieser Maßnahmen zu verschleiern, in ein wohlwollendes Gewand zu hüllen. Ja, sie ermöglicht im Grunde genommen zwei Dinge gleichzeitig, antimuslimischen Rassismus zu betreiben und gleichzeitig zu verschleiern, sodass sich die Person, die von dieser Argumentationsfigur Gebrauch macht, gewissermaßen vom Vorwurf des antimuslimischen Rassismus freisprechen kann. Mein Anliegen wird also darin bestehen, auf eine Form der Muslimfeindlichkeit aufmerksam zu machen, die auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennbar ist. Weil sie, ups, jetzt ist die Präsentation weg, im Gewand einer progressiven Position daherkommt und oftmals mit liberalen Werten verteidigt wird. Die Schwierigkeit, den rassistischen Charakter solcher Positionen zu erkennen, hängt unter anderem damit zusammen, dass im Alltagsverständnis häufig eine Vorstellung anzutreffen ist, nach der Rassismus im Grunde genommen eine Ideologie ist, die hauptsächlich von rechtsextremen oder gewaltbereiten Akteuren vertreten wird und die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass charakterliche oder intellektuelle Differenzen zwischen Menschen oder verschiedenen Menschengruppen auf irgendwelche biologischen oder genetischen Unterschiede zurückgeführt werden. Das ist kein falsches Verständnis von Rassismus und tatsächlich spielt es auch in der Islamdebatte eine gewisse Rolle, wenn Sie sich mal an das sogenannte Islamgehen von Thilo Sarrazin erinnern. Es ist aber ein sehr verkürztes Verständnis von Rassismus, das eine andere, historisch nicht weniger prominente Variante des Rassismus aus dem Blick verliert. Um diese Variante wird es mir gehen und um sie zu illustrieren, ist es sinnvoll, auf eine Unterscheidung zurückzugreifen, mit der uns David Theo Goldberg vertraut gemacht hat, einer der führenden Rassismusforscher, der zwischen zwei Konzeptionen des Rassismus unterscheidet, die als rassischen Naturalismus und rassischen Historizismus bezeichnet. Beide Konzeptionen gehen im Kern davon aus, dass es mehr oder weniger klar definierte Menschengruppen gibt. Eva, du meldest dich. Habe ich Muskelkater später. Ist das besser so? Okay, einfach näher ran. Gut. Also beide Konzeptionen gehen davon aus, dass es mehr oder weniger klar definierte Menschengruppen gibt, die sich durch jeweils unterschiedliche intellektuelle oder charakterliche Eigenschaften auszeichnen und postulieren dabei, dass zwischen europäischen und nicht-europäischen Menschen eine gewisse Hierarchie besteht. Ja, beiden ist also die Vorstellung gemeinsam, dass nicht-europäische Menschen im Vergleich zu europäischen defizitär sind. Sie unterscheiden sich aber in der Art und Weise, wie sie dieses Defizit oder diese Inferiorität begründen. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, an denen sich das gut illustrieren lässt. Ein für viele vielleicht überraschender, aber sehr bekannter Vertreter des rassischen Naturalismus war Immanuel Kant, der die Ansicht vertrat, dass alle Menschen einer ursprünglich weißen Stammgattung angehören, aus der sich im Laufe der Zeit aber verschiedene Abartungen entwickelt haben. Ja, das ist eine etwas skurrile Theorie. Kant geht davon aus, dass diese ursprüngliche Stammgattung mit verschiedenen Keimen ausgestattet war, die jeweils unterschiedliche Rassenmerkmale in potentia enthalten und abhängig von geografischen oder klimatischen Bedingungen entweder entwickelt oder zurückgehalten werden. Und sobald sich ein somatisches oder charakterliches Merkmal bei einer bestimmten Menschengruppe einmal ausgebildet hat durch den Aufenthalt in einer bestimmten Region, wird es gegen weitere Umwelteinflüsse immun und genetisch weitervererbt.
Und auf dieser Grundlage könnte man laut Kant 4 verschiedene Rassen unterscheiden, die sich bedingt durch die Anpassung an unterschiedliche klimatische Bedingungen eben nicht nur körperlich, sondern eben auch mit Blick auf ihre Geisteskräfte und ihre Charaktereigenschaften unterscheiden. Und für Kant war die Menschheit in ihrer größten Vollkommenheit in der sogenannten Rasse der Weißen. Die Inder haben schon ein geringeres Talent. Schwarze Menschen, die Kant natürlich anders nennt, seien noch weit tiefer angesiedelt. Und die niedrigste Stufe nehmen für ihn die amerikanischen Ureinwohner ein. Eine andere Erklärung für die Höher- bzw. Minderwertigkeit von verschiedenen Menschengruppen finden wir bei einem Zeitgenossen von Kant, bei August Ludwig von Schlözer, der in seiner pädagogischen Einführung in die Weltgeschichte das Bild einer Kulturleiter entwirft, um den Gang der menschlichen Entwicklung gewissermaßen kindergerecht darzustellen. Man solle sich demnach vorstellen, dass der Urmensch anfänglich ganz unten auf der Erde inmitten von Tieren stand, bevor er sich dann mit Eva am Arm sozusagen auf die erste und unterste Sprosse der Leiter hob. Und mit der Zeit stiegen dann seine Kinder und Enkel immer höher und durchliefen nach und nach alle Sprossen, bis sie schließlich die 20. und letzte Sprosse der Leiter erklimmt haben. Aber, sagt Schlözer, nicht alle Enkel wiesen dabei dieselbe Geschwindigkeit auf. Manche Enkel waren schneller als andere und so gäbe es eben Völker, die sich noch immer auf den 5 untersten Sprossen der Kulturleiter befänden und im Zustand der Wildheit stecken geblieben sind. Die Hälfte der jetzigen Menschen oder der jetzigen Menschheit bestehe aus Barbaren, die sich irgendwo zwischen der 6. und 15. Sprosse aufhielten, wozu Schlözer alles zählt, was nicht Europäer und nicht Christ ist. Und die einzig hochkultivierten Menschen seien schließlich die Europäer, die auf den 5 letzten Sprossen der Hohen Leiter stünden und von da, Zitat, mit Mitleid und Übermut auf Barbaren und Wilde herunterschauen. Wenn wir uns diese zwei Positionen anschauen, dann sehen wir, dass beide dieselbe Inferioritätsbehauptung mit Blick auf Menschen nicht europäischer Abstammung teilen, sich aber in der Art und Weise, wie sie sozusagen das Begründen fundamental unterscheiden. Während Kant die negativen Eigenschaften, die er den nicht-europäischen anderen zuschreibt, naturalisiert und zu einem essentiellen und unabänderlichen Bestandteil ihres Wesens erklärt, also Schwarze sind von Natur aus faul und werden es auch immer bleiben, sehen wir bei Schlözer, dass die Differenz zwischen Europäern und Nicht-Europäern verzeitlicht und gewissermaßen als Kontingent verstanden wird. Im Gegensatz zu Kant versteht er die Überlegenheit der Europäer nicht als Bestimmung der Natur, sondern als Resultat der Geschichte. Insofern Europäer eben einen Entwicklungsprozess hinter sich gebracht haben, den andere Rassen oder Kulturen noch vor sich haben. Im Kontrast zum rassischen Naturalismus geht der rassische Historizismus also von einer grundsätzlichen Zivilisierbarkeit der nicht-europäischen anderen aus und wertet sie damit gewissermaßen von einem Objekt der Natur zu einem Subjekt der Geschichte auf, degradiert sie aber im selben Zug zur Verkörperung einer vergangenen und längst überwundenen Epoche. Ja, der Blick, den die Europäer sozusagen von der 20. Sprosse nach unten werfen, ist nicht nur ein räumlicher, sondern vor allem ein zeitlicher, weil er ihnen laut Schlözer einen historischen Zustand vor Augen führt, den sie einst selbst durchlaufen haben. Die zivilisatorische Minderwertigkeit der Nicht-Europäer ist dementsprechend kein dauerhafter, natürlicher Zustand, sondern eher das Resultat einer verzögerten Entwicklung, der man mit Hilfe bestimmter politischer Maßnahmen auf die Sprünge helfen kann. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, bot diese Argumentationsfigur in der Vergangenheit oftmals den Vorwand, um koloniale Unterwerfungen als wohlwollende Zivilisierungsmission zu maskieren, mit deren Hilfe vermeintlich rückständige Völker aus dem menschheitsgeschichtlichen Kindesalter herausgeführt und sozusagen auf der Sprossenleiter des Fortschritts emporgehoben werden sollten. Ich will an dieser Stelle nicht weiter auf die Vergangenheit eingehen, sondern möchte einen Blick auf die Gegenwart werfen und illustrieren, wie die Traditionslinie des rassischen Historizismus in der gegenwärtigen Islamdebatte aktualisiert wird. Ich möchte also zum einen zeigen, wie der Mechanismus der Verzeitlichung im heutigen Diskurs funktioniert und zum anderen die verschiedenen muslimfeindlichen Maßnahmen illustrieren, die sich auf der Grundlage dieses Mechanismus legitimieren lassen.
Wenn wir uns also zunächst mal anschauen, wie der Mechanismus der Verzeitlichung im aktuellen Diskurs funktioniert, dann sehen wir, dass er im Grunde genommen mit einer geschichtlichen Erzählung verknüpft ist, die Sie in der einen oder anderen Version bestimmt alle schon mal gehört haben. Die Geschichte geht in etwa wie folgt: Es gab einmal eine Zeit im mittelalterlichen Europa, in der Religion und Politik verschmolzen waren. Und als die Reformation das Christentum dann in zwei Parteien spaltete, führte dies dazu, dass Katholiken und Protestanten sich nicht nur theologisch, sondern auch politisch um den wahren Glauben stritten, was in der Folge zu einem desaströsen Religionskrieg führte, der Europa über ein Jahrhundert lang in Schutt und Asche legte. Und da man aber irgendwann des Krieges müde wurde und es keine Hoffnung auf einen religiösen Kompromiss gab, lag die einzige Möglichkeit, dieser Gewalt ein Ende zu setzen, darin, Religion und Politik voneinander zu trennen. Und dadurch, so die Geschichte weiter, gelang es Europa, die Politik von den Gefahren der Religion zu befreien und eine gesellschaftliche Grundlage zu etablieren, auf der Toleranz, Freiheit und Demokratie gedeihen konnten. Und erblühen konnten sie dann schließlich durch die Französische Revolution, die den Glauben flankiert von der europäischen Aufklärung endgültig in die Privatsphäre verdrängte und der Vernunft damit gewissermaßen zum öffentlichen Triumph verhallte. Das ist eine Geschichte, die man sich immer wieder, teilweise auch in der Politikwissenschaft, erzählt. Das Problematische an ihr ist nur, dass sie leider wenig mit der Realgeschichte zu tun hat, beziehungsweise ein Großteil von ihr entweder verzerrt oder ausblendet. Denn die sogenannten Religionskriege führten natürlich nirgendwo in Europa zu einer Säkularisierung der Staatsgewalt, sondern führten ganz im Gegenteil zu einer verstärkten Konfessionalisierung des Staates. Und auch die Vorstellung, dass Europäer die Aufklärung wie in so einer Waschstraße durchlaufen haben und als geläuterte, tolerante und demokratische Subjekte verlassen haben, hätte natürlich große Schwierigkeiten, die dunklen Seiten der europäischen Geschichte seit dem 18. Jahrhundert zu klären. Es hat allerdings einen guten Grund, warum man diese Geschichte heute noch so oft erzählt. Man erzählt sie nämlich nicht wegen ihrer historischen Faktentreue, sondern deswegen, weil sie zum einen ermöglicht, die eigene Kultur als Produkt eines erfolgreichen Fortschrittsprozesses darzustellen und zum anderen eine vermeintliche Begründung dafür liefert, warum kulturfremde Kollektive, insbesondere Muslime, nicht dieselben moralischen und charakterlichen Eigenschaften wie wir besitzen. Und ich benutze das Wir immer in Anführungszeichen. So erkläre etwa die Erfahrung der Religionskriege, warum wir, das heißt Menschen im Westen, es im Vergleich zu anderen Kulturen als barbarisch empfinden, im Namen der Religion zu morden oder unsere Kinder zu Gotteskriegern zu erziehen oder warum wir es hier für archaisch und inhuman halten, Frauen auf ihre Rolle als Mutter zu reduzieren und sie aus dem öffentlichen Leben auszusperren, während es anderswo noch als Akt der Reinheit aufgefasst wird. Und das habe eben damit zu tun, dass sich der Islam und die von ihm geprägten Bevölkerung heutzutage noch in einer Situation befinden, die derjenigen des Christentums vor der Reformation Martin Luthers vergleichbar ist. Und da Muslime im Gegensatz zu uns nicht die Aufklärung durchlaufen haben, verwundere es auch nicht, dass ein Großteil von ihnen Werte wie Emanzipation, Mündigkeit, Toleranz und Meinungsvielfalt nur schwer in ihrem Denken verankern können. Sie befinden sich nämlich zeitgeschichtlich in einer Periode, die mit den Verhältnissen in Europa vor Ende des 17. Jahrhunderts vergleichbar ist. Sie sehen also, dass der historische Verweis auf die Religionskriege oder die Aufklärung hier eine gewisse Abgrenzungsfunktion übernimmt, mit der Muslime nicht nur als Angehörige einer fremden Kultur, sondern vor allem als Repräsentanten einer anderen Zeit porträtiert werden sollen. Ja, man projiziert sie mit anderen Worten in eine finstere Epoche der eigenen Vergangenheit und erklärt sie damit gewissermaßen zu lebenden Fossilien, ja, zu anachronistischen Subjekten, die zwar im Hier und Jetzt leben, aber noch immer die rückständigen Eigenschaften mit sich tragen, die das Europäische selbst schon längst abgeschüttelt hat. Die räumliche Präsenz der Muslime geht dementsprechend immer mit der Gefahr einher, in die eigene Vergangenheit zurückgezerrt zu werden. Ja, so als würde uns jemand von unten auf der Kulturleiter am Bein packen und wieder zurück in die Vergangenheit zerren. Interessant wird es nun, wenn wir mal schauen, wie diese Argumentationsfigur in der gegenwärtigen Islamdebatte gebraucht wird, um bestimmte politische Sondermaßnahmen im Umgang mit Muslimen zu rechtfertigen.
Besonders beliebt ist sie zum Beispiel bei Vertretern des sogenannten neuen Atheismus, die in ihren Schriften meist so vorgehen, dass sie uns zunächst die familiäre Geschichte des Westens erzählen, dem es nach langen Kämpfen gegen die Kirche gelang, das Christentum zu bändigen und in die Privatsphäre zu verbannen, um dann in einem zweiten Schritt darauf hinzuweisen, dass der Islam im Kontrast zum Christentum von diesem Privatisierungsprozess nicht erfasst worden ist. Mit der tragischen Folge, dass seine heutigen Anhänger noch immer in einem mittelalterlichen Weltbild gefangen sind. Mit dem Islam, erklärt uns zum Beispiel Sam Harris, stehen wir einer Zivilisation gegenüber, deren Geschichte stehen geblieben ist. Es ist, als wäre ein Tor in eine andere Zeit aufgegangen, durch das Horden aus dem 14. Jahrhundert unsere Welt stürmen. Die Errungenschaften des Westens, die in der Vergangenheit so mühsam gegen das Christentum erkämpft worden seien, sehen sich heute also wieder von Subjekten bedroht, die noch bis zum Schopf in der bluttriefenden Barbarei des 14. Jahrhunderts stecken und gewissermaßen auf einer Stufe der moralischen Entwicklung stehen geblieben sind, die der Westen schon lange hinter sich gebracht hat. Harris bemüht sich übrigens, den rassistischen Charakter dieser Aussage zu entkräften, indem er darauf hinweist, dass er die intellektuelle und charakterliche Minderwertigkeit der Muslime keineswegs auf biologische Ursachen zurückführt. Aber damit grenzt er sich natürlich nur von der Logik des rassischen Naturalismus ab, während sich seine Argumentation hier eindeutig auf den Schienen des rassischen Historizismus bewegen. Was soll der Westen also tun, um einen Rückfall ins Mittelalter entgegenzuwirken? Nun, Harris meint, der Westen könne dreierlei tun. Er könne seine Hoffnung erstens auf eine Zukunft setzen, in der Muslime gelernt haben, ihre heiligen Schriften zu ignorieren, so wie es die meisten Christen gelernt hätten, wofür man allerdings viel Geduld mitbringen müsste, da sich Muslime ja geistig dort befinden, wo die Christen vor 700 Jahren waren. Daher spricht sich Harris für eine zweite, etwas handfestere Maßnahme aus und plädiert für eine Form der wohlwollenden Diktatur in muslimischen Gesellschaften, die man ihnen notfalls auch von außen auferlegen und so lange stützen müsse, bis sich die Muslime als reif genug erweisen, um in einer freiheitlichen Ordnung zu leben, was zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, zumindest nach Harris, nicht der Fall sei. Nichts wäre daher unvernünftiger, als die einheimischen Diktatoren in der islamischen Welt zu stürzen und die Wahllokale für die muslimische Bevölkerung zu öffnen, denn das wäre, als würde man die Wahllokale für Christen des 14. Jahrhunderts öffnen. Um einen wirklich angemessenen Umgang mit Muslimen zu finden, sollte man sich nach Harris also versuchen vorzustellen, was notwendig wäre, um mit Christen des 14. Jahrhunderts in Frieden zu leben. Christen, die noch scharf darauf waren, Menschen wegen Verbrechen wie Hostienentweihung und Hexerei zu verfolgen. Diese Vergangenheit ist laut Harris nämlich unsere Gegenwart. Und wer sich auf so eine Zeitreise begibt, der wird laut Harris schnell feststellen, dass man solche Menschen nicht für einen konstruktiven Dialog gewinnen kann. Man werde vielmehr erkennen, dass man es mit Subjekten zu tun hat, die durch ihren Glauben gegen jegliche Mittel der friedlichen Überzeugung immunisiert sind. Man käme also letztlich zur zwar harten, aber doch unvermeidlichen Erkenntnis, dass gewisse Lehren derart gefährlich sind, dass es vielleicht sogar ethisch wäre, diejenigen umzubringen, die an sie glauben. Und dass anderweitig tolerante Menschen im Umgang mit solchen Gestalten das Recht haben, sie in Notwehr zu töten. Und dementsprechend spielt Harris wenig später mit dem Gedanken, die muslimische Welt mit einem präventiven Nuklearschlag zu vernichten. Neben der Rechtfertigung von brachialer Gewalt dient die Verzeitlichung der Differenz im aktuellen Islamdiskurs auch und vor allem dazu, die räumliche Ausgrenzung von Muslimen zu rechtfertigen. Und ein Autor, der das mit einer besonders großen Wirkmächtigkeit getan hat, ist Thilo Sarrazin, der dank Friedrich Merz ja gerade eine kleine Renaissance erlebt und der ja eigentlich eher für seine eugenetische Argumentation bekannt ist, aber für seine migrationspolitischen Forderungen eben oft auch auf den Mechanismus der Verzeitlichung zurückgreift. Und dazu bemüht auch er das gängige Narrativ der Säkularisierung, um dann auf dieser Grundlage festzustellen, dass der Islam ungefähr 500 Jahre hinterherhinkt und seine Anhänger damit gewissermaßen in einer Zeitkapsel gefangen hält, die sie letztlich davon abhält, sich geistig weiterzuentwickeln. Und das erkläre laut Sarrazin eben, warum die Gesellschaften der islamischen Länder und ihre Menschen in der Summe der Kindheitsphase der Menschheit noch näher stehen als die Länder des Westens und Ostasiens. Ja? Hier sehen Sie also wieder sehr schön die Kulturleiter von Schlöze am Werk, auf der sich Muslime gewissermaßen noch ganz unten befinden und in Sarrazins Vorstellung erst dann nach oben klettern können,
wenn sie den Ballast ihrer Religion abgeworfen haben. Aber auch das ist bei Sarrazin nicht ganz garantiert, denn er betont an anderer Stelle, dass die geistige Rückständigkeit der Muslime selbst in diesem Fall erhalten bleiben würde, denn die durch den Islam bewirkte geistige Steppe im Leben der Völker wird nicht automatisch wieder fruchtbar, wenn die Geltung der Religion zurückgeht. Er beruft sich hier übrigens auf Jakob Burckhardt, einem Schweizer Kulturhistoriker, der im 19. Jahrhundert die Überlegenheit der kaukasischen Rassenvölker propagierte und der Meinung war, dass wir es beim Islam mit einer Religion zu tun haben, die im entscheidenden geistigen Augenblick eine Falte in den Geist eines Volkes knickt, die nie mehr auszuglätten ist. Und es folgt eine schöne Metapher: wie große Wälder einmal und wenn ausgerottet nicht wieder wachsen, so besitzen und erwerben Mensch und Volk gewisse Dinge in der Jugend oder nie. Ja. Muslime sind nach diesem Verständnis also nicht nur in einer geistigen Zeitkapsel gefangen, sondern darüber hinaus noch mit einem besonders aggressiven Virus befallen, der so tief in ihren Zellkern eindringt, dass die dadurch verursachten geistigen Schäden zu einem essentiellen und unveränderlichen Bestandteil ihrer Natur werden. Und hier sehen Sie übrigens sehr schön, wie fließend der Übergang vom historizistischen zum naturalistischen Rassismus verlaufen kann. Eine Personengruppe, die Sarrazin ganz besonders am Herzen liegt, sind kopftuchtragende muslimische Frauen. Besonders solche, die von sich behaupten, es freiwillig zu tragen, weil sie in seinen Augen das Opfer einer Geiselnahme darstellen, die von ihren rückständigen muslimischen Geiselnehmern manipuliert wurden und somit gar nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Unterdrückung zu erkennen. Dem Staat kommt in diesem Geiseldrama folglich die Rolle eines Retters zu, der die manipulierten muslimischen Frauen zwar gegen ihren eigenen Willen, aber letztlich doch zu ihrem eigenen Vorteil vom Kopftuch befreien muss. Ja, das Kopftuch stellt in dieser Logik also keine Freiheitsverletzung dar, sondern vielmehr eine Freiheitsermöglichung. Und damit bemüht Sarrazin natürlich ein Rechtfertigungsnarrativ, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann, denn es diente vor allem in der Kolonialzeit dazu, die eigene Politik als emanzipatorische Rettungsaktion zu inszenieren. Und das ging zum Beispiel so weit, dass der französische Staat in den 50er Jahren sogenannte Entschleierungszeremonien organisierte, in denen kopftuchtragende Algerierinnen von französischen Generälen zu ihren adrett gekleideten Ehefrauen auf eine Bühne begleitet wurde, die ihnen dann sozusagen feierlich den Schleier vom Kopf abnahmen. Und damit sollte sozusagen die rückständige algerische Frau mit Hilfe des französischen Staates an ihr weibliches Vorbild, an ihr modernes Vorbild herangeführt werden, dass ihr durch die Abnahme des Schleiers gewissermaßen den Eintritt in die zivilisierte Welt gewährte. Und natürlich ging es bei solchen Prozeduren nicht wirklich um die Emanzipation der einheimischen Frauen, sondern darum, sie an ein bestimmtes, als maßgeblich verstandenes und in diesem Fall von der französischen Frau verkörpertes Ideal der Weiblichkeit anzugleichen. Dieselbe Logik offenbart sich interessanterweise auch in der gegenwärtigen Kopftuchdebatte, wenn sich Sarrazin zum Beispiel eine Emanzipationswelle über muslimische Frauen herbeisehnt, die diese mehrheitlich in kurzer Zeit mental in Frauen des Abendlandes verwandelt. Ja. Das ist eine interessante Logik, denn ausschlaggebend für die Bewertung der Emanzipation ist demzufolge nicht mehr die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, sondern der Abstand zwischen der muslimischen und der westlichen bzw. abendländischen Frau. Das natürlich auch ein Konstrukt ist, aber das in diesem Fall sozusagen den zivilisatorischen Maßstab verkörpert, ja, die sozusagen die vermeintliche Absolventin eines Fortschrittsprozesses, an dem sich die Emanzipation der muslimischen Frau eben bemessen lassen muss. Die muslimische Frau ist also erst dann wirklich emanzipiert, wenn sie sich dem westlich-abendländischen Ideal angleicht und alle sichtbaren Spuren der Differenz eliminiert. Das Kopftuch wird dementsprechend als offener Beweis einer noch nicht erfolgten Emanzipation gewertet und mit dem Auftrag verbunden, den zurückgebliebenen muslimischen Frauen notfalls auch mit staatlichen Verboten auf die Sprünge zu helfen. Sie sehen also, dass sich mit der Verzeitlichung der Differenz ganz unterschiedliche politische Maßnahmen im Umgang mit Muslimen rechtfertigen lassen,
von Gewalt über Ausgrenzung bis hin zu Zwang. Und das Interessante dabei ist, dass sich all diese Maßnahmen mithilfe dieser Argumentationsfigur als Akte der kulturellen Selbstverteidigung darstellen lassen. Ja, es sind alles Maßnahmen, die notwendig sind, um unsere kulturellen Errungenschaften vor dem Verfall zu bewahren und einem drohenden Rückfall in die voraufklärerische Zeit entgegenzuwirken. Wir müssen also gewissermaßen gewalttätig, ausgrenzend oder repressiv sein, wenn wir weiterhin friedlich, freiheitlich und fortschrittlich leben wollen. Die Verzeitlichung der Differenz ermöglicht es also, mit anderen Worten, Gewalt, Exklusion und Repression im Namen des Fortschritts oder im Namen der Aufklärung zu legitimieren und trägt dadurch ironischerweise dazu bei, genau die Werte zu untergraben, die uns mit der Aufklärung verbinden sollten. Hier offenbart sich also eine etwas andere Dialektik der Aufklärung, die aber größtenteils damit zusammenhängt, dass hier eine sehr primitive Vorstellung der Aufklärung am Werk ist, nach der die Aufklärung eine historische Epoche ist, die wir im Gegensatz zu anderen bereits durchlaufen haben. Aber damit verkennt man natürlich, dass die Aufklärung kein einmaliges historisches Ereignis war, sondern eine epochenübergreifende Aufgabe ist, die es immer wieder aufs Neue zu erfüllen gilt. Wer die Aufklärung nur als einen historischen Epochenbegriff versteht und sich dabei selbst in einem postaufklärerischen Zustand wähnt, der steht in den treffenden Worten von Karl Jaspers im Bunde mit der falschen Aufklärung als vermeintlicher Vollendung des Bescheidwissens, nicht aber mit der echten Aufklärung als unendliche Bewegung im sich herausarbeiten aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. In diesem Sinne mahnte übrigens auch Kant zwischen einem aufgeklärten Zeitalter und einem Zeitalter der Aufklärung zu unterscheiden, das eben kein Endstadium markiert, sondern einen dynamischen und andauernden Prozess, der uns auch heute noch verpflichtet, die Fallen aufzuspüren, in die das eigene Denken tappen kann. Wer der Aufklärung also treu bleiben möchte, der täte gut daran, ihren grundsätzlichen Anspruch zu folgen, an dem die Aufklärer übrigens selbst ganz oft gescheitert sind, wie man bei Schlözer und Kant sehen kann. Nämlich die Prämissen des eigenen Denkens immer wieder aufs Neue zu reflektieren, statt sie als identitäres Erbgut zu verstehen, mit dem man sich gegenüber anderen Kulturen brüsten kann. Und genau das geschieht dort, wo die Aufklärung zu einer Epoche romantisiert wird, die wir im Gegensatz zu anderen bereits durchlaufen und als geläuterte Subjekte verlassen haben. Dadurch wird der Sinn der Aufklärung lediglich entleert und für kulturkämpferische Zwecke wieder aufgeladen. Ich erwähne das alles also nicht, um die Aufklärung zu diskreditieren oder einem postmodernen Relativismus das Wort zu reden, sondern ich verstehe diese Ausführung ganz im Gegenteil als Teil einer reflexiven Aufklärung, die ihren kritischen Anspruch gegen sich selbst richtet und die permanente Gefahr im Blick hat, dass sich subjektive Vorurteile und dogmatische Annahmen immer auch im Gewand der Vernunft präsentieren können. Vielen Dank.